Hallo Leute, Neues von Nola. Wir stehen gerade hier auf der Wolfsburg bzw. der Ruine Wolfsburg hier. Und die liegt direkt auf dem Weg auf unsere heutige Wanderung bei Neustadt. Und wir möchten euch natürlich herzlich einladen, uns bei der Tour zu begleiten. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und hier die Eckdaten zur heutigen Wanderung, die wir machen, sind so circa 9,5 Kilometer, roundabout 620 Höhenmeter, die wir laufen werden. Und die Gehzeit soll so rund 3 Stunden betragen. Das Schöne ist wohl, dass die Tour größtenteils durch den Wald führt. Ja Leute, hier kommen wir gleich am Anfang am Scheffel-Denkmal vorbei, welches zu Ehren des Dichters und Schriftstellers Joseph Victor von Scheffel errichtet ist. An diesem Weinbiethaus kommen wir heute auch vorbei und wir haben Samstag. Also sollten wir Glück haben und ein offenes Lokal antreffen. Da liegen aber auch viele von diesen Nüssen, Eicheln. Heute sind sogar mal einige mehr Leute unterwegs hier. Leute, wir sehen hier einige Bäume, die haben so Querschnitte drin. Wisst ihr vielleicht, was diese Schnitte zu bedeuten haben? Soll er gefällt werden, der Baum, oder habt ihr eine Idee? Das sieht halt recht abgestorben aus hier. Ja, und hier geht's weiter zur Ruine Wolfsburg. Das hier ist wieder ein Teil vom Pfälzer Weinsteig, auf dem wir gerade unterwegs sind. Der zieht sich einige Kilometer durch den Pfälzer Wald. Es wäre vielleicht mal eine Idee, da mehrere Etappen draus zu machen.
Jetzt werden wir natürlich die Burg noch etwas auskundschaften hier. Und das Interessante ist, der Wanderweg führt direkt durch die Burg hindurch und geht dann hier seitlich, gibt es einen kleinen Ausgang, wo dann die Route weitergeht. Da gibt es hier auch noch einen kleinen Turm, da werden wir auch noch hochgehen. Richtig schön abenteuerlich hier. Jo, das hätte ich nicht erwartet. Echt klasse. Ja, man hört im Hintergrund einige Kinder, die sich hier an der abenteuerlichen Gegend erfreuen. Wahnsinn. Da geht es auch richtig spannend und abenteuerlich weiter hier. Wow, wow, wie genial ist das hier. Da gibt es überall an den Felsen entlang Stufen bzw. zwei, drei unterschiedliche Wege, wie man hier nach oben kommt. Also, man muss nicht wirklich über diese Felsen kraxeln hier oder, ich sag mal, diesen steileren Weg nehmen. Es geht auch seitlich unten einen Weg vorbei, wo man das etwas umgehen kann. Aber ich liebe ja das Abenteuer.
Ja, lieber Günther, wieder eine Top-Tour. 5 Sterne von mir, echt klasse. Hier trifft man natürlich auch ab und zu Biker. Der Weg ist ja ideal hier, der Pfälzerbeinsteig. Eine angenehme Breite, super zu fahren. Der tanzende Baum. Ich bzw. wir sind jetzt das erste Mal so ein richtig langes Stück auf dem Pfälzerbeinsteig entlang gelaufen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Also grandios. Leute, von hier aus hat man einen genialen Blick auf das Hambacher Schloss. So richtig schwer, die Bergbank zu besteigen. Ja. Ja. Yep. Die trifft ein bisschen. Prost. So eine heiße Schokolade, die ist schon genial. Oder? Ja. Heute ist doch schon wesentlich mehr los, wie man sieht. Die genießen alle das schöne Wetter. Und weiter geht es auf dem Pfälzer Weinsteig. Unser nächstes Ziel ist das der Weinbiet, also ein Lokal, wo wir hoffentlich etwas zu essen bekommen. Auch eine Besonderheit, was sich im Pfälzerwald finden lässt, den Pfälzer Schuhbaum. Der gehört zur Kategorie ausgelatschten Kiefer und hat unterschiedliche Früchte von der Größe her. Manchmal 32, manchmal 38, ab und zu auch über 40, bis hin zu 50 sogar. Und ja, leider sind die Früchte ungenießbar, weil die haben so einen Käsegeschmack. Also würde ich nicht unbedingt essen. So, da geht es noch ein bisschen hoch und rechts rum. Und dann sind wir im Weinbeet. Ja, das muss man sich auch noch verdienen. Da muss man noch ein bisschen hochkraxeln. Wir nähern uns dem Ziel. Ja, Leute, wir sind im Weinbeet und wie man im Hintergrund hört, ist da einiges los. Da ist die Hülle los gerade. Deswegen viel kann ich leider nicht zeigen. Also nur Menschen. Aber wir freuen uns auf
ein richtiges, schönes, deftiges Pfälzer Essen. So, wir sind gesättigt. Aber mehr oder weniger so lala gesättigt. Ja. Anscheinend haben wir heute ein bisschen Pech gehabt. Hier im Weinbiethaus. Wir waren nicht so begeistert. Aber wir vermuten, weil so unheimlich viel los war, dass es deshalb vielleicht heute nicht so gut geklappt hat. Wir werden mal wieder herkommen, nochmal probieren. Aber jetzt geht's zurück ans Auto. Irgendwie habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass sich das saftige Grün bis weit in den Herbst hineinhält. Also wenn ich jetzt so rumgucke, alles noch richtig schön saftig grün. Meine Maus nimmt kleine Abkürzungen. Oh, es wird langsam düster und etwas kühler. Ein Trog für ein Armbad hier. Ja Leute, wir sind quasi auf der Zielgerade. Wir müssen nur noch diesen schmalen Weg da ein bisschen hoch, dann sind wir fast schon wieder am Parkplatz, also Zeit fürs Fazit. Mhm. Ich glaube, wir waren beide heute überrascht von der Tour. Also vor alle Dinge nach der Wolfsburg, der Weg dann hoch, der Pfälzer Weinsteig, über diese Treppen an den Buntsandsteinfelsen vorbei, mit diesen, wie soll ich sagen, Stufen, mit diesen Geländern, mit diesen wie kleine Türme, kann man nicht sagen, wie so Aussichtsplattformen oder so. Ja. Das war sehr, sehr spannend. Und schön. Und schön. Und mit Sicherheit ein Paradies für Kinder, zumal da sind auch ein paar Kinder rumgerannt und hatten ihren Spaß da oben. Also dahingehend, Günther, an dich, wieder eine super tolle Tour. Die Tour war wieder von Günther Weinert, der Wanderfix, der viele Touren in Autoactive veröffentlicht hat. Dankeschön, super Tipp, die Tour. Hat viel Spaß gemacht, war auch wieder vom Weg her schöne unterschiedliche Wege, vor allen Dingen auch die schmalen Wege, die wir ja so lieben und wo wir uns ja ein bisschen vorbereiten wollen für unsere größere Sache nächstes Jahr, die wir vorhaben. Und ein kleiner Wermutstropfen, was wir aber auch schon unterwegs gesagt haben, im Weinbiethaus. Jo, da hatten wir heute anscheinend kein Glück mit dem Essen. Es war nicht so prickelnd, aber war auch die Hülle los. Ist ein schönes Haus. Ich gehe davon aus, dass wir das nächste Mal vielleicht mehr Glück haben mit dem Essen, wo vielleicht nicht so viel los ist. Genau. Aber in Summe, eine sehr, sehr schöne Tour zu empfehlen. Hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen hoch. Ein paar Kommentare, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Norbert. Und Nivea. Macht's gut. Ciao. Aber natürlich gibt es noch ein paar Impressionen von unseren letzten Metern vom Rückweg bis zum Auto. Amor, du brauchst nicht mehr auszuruhen. Die paar Meter schaffen wir noch. Da kann man nichts machen. Überall irgendwelche Bänke, die dazu einladen, sich hinzusetzen. Und deswegen brauchen wir im Pfälzerwald immer so viel Zeit für unsere Wanderung. Also, Leute, wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir heute am Ende der Wanderung direkt am Kofferraum vom Auto raus. Wer sagt's denn? Bis zum nächsten Mal.